Ja, hey, willkommen, mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge herrschte noch etwas bedrückte Stimmung wegen dem Tod, / Mord von Els Vater durch uns Rand. Und ja, wir haben jetzt die Aufgabe, zum Riese Maxia Hafen in Magdeburg zu gehen. Und nein, wir machen jetzt erstmal die Charakterstory in diesem Part. Von wen auch immer. Jedenfalls wartet diese Person in den Fanmont, das ist schon mal gut. So, ich habe natürlich wieder ein bisschen Geld gefarmt. Und meine Katze ist, glaube ich, zurückgekehrt. Und ja, ich bekomme keine goldenen Frösche. Ich habe jetzt ungefähr 10-mal die dahin geschickt und ich bekomme keine goldenen Frösche. Ich weiß es nicht. So, dafür habe ich irgendwie die ganzen anderen Sachen ein Dutzend Mal jetzt bekommen. Die verkaufen wir erst jetzt mal. Und ja, haben wir schon wieder 100.000. Können wir wieder zurück sein? Nova. Komm, ist auch mal, ich höre gar nichts. So, ich muss mal 150, ne? Sorry to bother you. I'll take your payment. See you later. Bauchrednerin. So, dann verkaufen wir weiter. Ja, das kann jetzt noch ein bisschen dauern. Ein paar Sachen habe ich hier 99 Mal. Die Glühfrüchte, genau. Bekomme ich mal die ganze Zeit anstatt die goldenen Frösche, die ich haben will. Können wir auch mal verkaufen. So ein paar anderen Orten habe ich auch noch welche geschickt, um Geld zu bekommen. Aber das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Was, einfach verkaufen. Ja, da ist schon wieder genug. Müssen wir wieder 150 zurückzahlen, ich habe das jetzt nicht gesehen. Zack, so. Sorry for all these calls. But if I don't get your money, I'll get a pink slip. So. Sorry to bother you. Genau, gleich wieder, okay. So, schon zweimal zurückgezahlt, sehr gut. Noch irgendwann 99 Mal und so. Nee, okay, dann jetzt die hier. Da kann man noch mal zurückzahlen. Sorry for all these calls. But if I don't get your money, I'll get a pink slip. Obwohl, ich reicht halt immer so 150.000. So, dann haben wir schon wieder eine ganze Menge Batzen Geld bekommen. Und uns hat hier nichts mehr gefehlt, oder? Ja, die Katze. Ich habe die Katze im Dings gefunden, im Substraftiefwald, als da mal eine Mission erledigen sollte. Ja, da fällt mir gerade ein. Die habe ich noch nicht abgegeben. Und zwar habe ich hier ein Monster geschlachtet. Und alle melden, ja. Zack. Wir haben wieder 50.000 Geld bekommen und 14.700 Punkte. Sehr gut. Hier habe ich auch ein paar Sachen erledigt. Also nicht erledigt, aber dafür gesorgt, dass wir erledigen können. So, das gehen wir mal ab. Bams. Und das war's. Ja, die Sachen, die habe ich irgendwie suchen lassen, aber habe ich auch noch nicht abgegeben. Weil die meisten kann ich ja noch nicht machen. Das kann man einfach so abgeben, dann kriegen wir Sonnenfinsternis, oder? Sehr gut. Obwohl wir die eigentlich gar nicht mehr brauchen. Ich habe schon so viele Sachen gelernt hier. Die brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. So, jetzt machen wir erstmal. Verkaufen wir noch ein paar Sachen. Damit ich noch mal Schulden zurückzahlen kann. Sehr gut. Weiß nicht. Warte mal, noch genug. Hier, Bams. So, jetzt können wir wieder zurückzahlen. Ich glaube, das waren jetzt 4 Zahlungen, oder? So, dann gehen wir mal zum Posteingang. Und gucken mal, was wir bekommen haben. Extrawendig. Ein Buch mit dem Round Sword zur Geschicklichkeit 3 erhält. Freundschaftstrinke. Bewegungsdrang. Möglichkeit 3. Okay. Oh, Stärke 3. Sehr gut. Ja, Katzenminze und so. Das würde ich gerne ein bisschen mehr haben. Aber weiß ich nicht. Kann man nirgendwo holen und so. So, kriegt wieder Muse, ne? Weil
weiß nicht, weil tut sich irgendwie nichts so von alleine. Ich habe das Gefühl. So, wer hat denn jetzt am wenigsten? Alle haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dinger, ne? Außer Ellie, sie hat 7. Ja, weiß ich nicht. Gucken wir mal. Freundschaft zum Muse wächst. Gewonnener Titel, Muse 2 Ära. So, und jetzt machen wir die Mission in Fenmont. Die Charaktermission. Ich hoffe auch wirklich, das ist die einzigste, die wir zurzeit machen können, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, vielleicht müssen ja die Beziehungen zu einigen Charakteren verdammt hoch sein, damit ich die erst jetzt machen kann. Ja, okay. Also nicht, dass wenn ich jetzt noch nicht genug Beziehungen zu ihnen habe, dass ich die noch nicht machen kann. Das wäre ein bisschen blöd. Dann sind die ja irgendwie verpasst. Von wem ist die? Von Elwin, okay. Elwin, warum? Also das mit den Zurückzahlen, das geht jetzt verdammt schnell. Finde ich gut. So, Elwin, mal Bro. Ist hier vielleicht eine Katze? Uns fehlen ja, glaube ich, noch zwei Katzen. Repetieren. Vergessen. Herzkraut. Geil. Na? Von Jackenlosen hier. Wo sind wir denn bei dem stehen geblieben? 3, 4, 4. Abschiede und gute Vorsätze. Ah, it's you. Okay, die beiden sind dabei. Ich schaue mir mal, ich schaue nur mal vorbei. Das ist alles. Du siehst nicht besonders gut aus. Schau nur mal vorbei, das ist alles. Sehr gut. Well, your concern is touching, but I'm a little old to be needing a babysitter. Don't you have better things to do? Nein. Die haben alle keine Jacken an, das fällt mir jetzt erst auf. Duty calls. Better get that. Department of Dimensional Affairs here. I'm calling because we've detected a new fractured dimension. Wir haben doch schon alle Wegweiser. Knew it. Better hightail it over there and smash that thing. Yes, please do. I've sent over the coordinates. We believe the rift is in Nia Kara. I'm counting on you. That Vera is all business, huh? Well, let's just hurry up and get to it. Yep. Alles klar. Wonder what sort of convergence catalyst will be waiting for us this time. I'll be crossing my fingers that it's not some giant monster. Natürlich nicht. Nehmen wir mal Muse. Hat noch jemand irgendwie nicht eine Jacke? Nee, egal. Weil Muse braucht, glaube ich, nur eine Teleportation für einen Titel und Elwin, glaube ich, nur einen für einen Brecher. Das habe ich noch heute Mittag so gemacht. Dann gehen wir zur Splitterdimension F4235. Bams. Ja. Wird schon klappen. Leia wünscht sich kein riesiges Monster, also wird auf jeden Fall ein riesiges Monster kommen. So, this is Nia Kara, right? Over there. War Leia noch nie in Nia Kara? Und da ist... What the? Hey, check out Press's ring. Das ist der Streukatalysator. Hat sie sich verlobt? Keine Ahnung. Wir kennen die auch noch nicht mal, hallo? No doubt about it. But why is Alvin with her? This dimension. It's from the past. Me and my pals over there are about to attack Jude's group at the Nia Kara Holomont. Then my two companions will fall off the cliff. If things play out the same way in this dimension, the divergence catalyst will go down with them. Probably. Better not let them leave the city. I'll lure Press over there. It's the only way. How are you going to do that? I'll just pretend to be me. Should be easy enough. Let's split up for now. Go wait at Mila's shrine. Be careful. Verdammt, ich hätte in die Xelia 1 Klamotten anziehen sollen. Dann hätten die es nie gemerkt. So. Geh zu Mila's Shrine, ja. Nur mal so zum Überprüfen. Okay. Ja, alles wie gewohnt aus, ne? Nichts Besonderes. Ich bin auch noch geflasht vom letzten Part, von den letzten Parts hier.
Der Kampf gegen Victor und so, die Ereignisse. Was ich mich ja frage, ist, wie Julius in das ganze Bild irgendwie passen wird. Also was seine Aufgabe sein wird. Weil er ist ja irgendwie, würde ich mal sagen, der wichtigste Charakter hier. Antagonist-mäßig. Weiß ich ja noch nicht. So, laut dem Intro kämpfen die beiden ja auch in ihre Chromatos-Verwandlungen. Also, denke ich mal, irgendwann werden wir auch die Möglichkeit haben, gegen ihn zu kämpfen. Alvins Vergangenheit. I hope Alvin's okay. Yeah. Oh, it's not that I don't trust him. It's just that this fractured dimension is kind of special. Waren die beiden früher Freunde? Tja, im Moment gibt es nichts, was wir tun können. Also nicht. Friends? I'm not sure that's exactly it. But I'd like to think they were. It'd be too sad otherwise. The woman with the ring on her finger was once in love with Alvin. He knew that about her and, well, a lot happened between them. I see. But in our world, he wasn't able to save her. The cliff she was on gave way and he couldn't get to her in time. He was really broken up about it. Oh, ich hatte ja keine Ahnung. Es klingt, als wäre es für dich auch hart gewesen. Okay. Yeah, it was, but I'm okay now. Ach, jetzt weiß ich wieder, wann genau es war. I wasn't sure if he would be okay handling things by himself like that. But talking it over like this made me realize that all we can do is try to help. After all, he's the one who's getting hit the hardest by all this. As his friends, we have to support him. You know what I mean? Yeah, it'll be okay. Agria, watch over me. I won't give up. I promise. Ja, natürlich ist er da als Agria und Presser darunter gefallen sind, aber ich hatte jetzt irgendwie nicht mehr im Kopf, dass Alvin zu dem Zeitpunkt nicht da war, aber ich glaube schon, ne? Er war gar nicht mehr da. Dann ist er, glaube ich, ja genau, dann ist er, glaube ich, so zurückgekommen und sagt so, nein, es ist nicht so, wie er denkt und so. Weiß nicht, hat er sich nicht im letzten Moment noch auf unsere Seite geschlagen im ersten Teil? Ich weiß es gar nicht. Das ist eine Truhe, geil. Hat das viel gebracht so, beziehungsmäßig? Nicht viel, glaube ich. Wo ich glaube, das war ganz am Anfang, ne? Oh, Mithril-Reif. Ja, ne, ich hätte auch vielleicht irgendwie die Ausrüstung ein bisschen auf den neuesten Stand bringen sollen. Ich habe nämlich nichts gekauft, nichts hergestellt und so. Und ja, wir kriegen wahrscheinlich volle Möhre aufs Maul. Also irgendwann müssen wir aufs Maul bekommen. Man kann doch nicht immer so glatt laufen. Ich meine, der Kampf gegen Victor, der war auch jetzt nicht so einfach, aber er war kein Kronos oder Volt. Das war nicht schon mal sehr gut. Ah! Ich frage mich echt, ob es immer irgendwie so lohnenswert ist, hier die ganzen Dimensionen um abzugrasen. Wow. Ja. Guck dich das an, die meisten haben schon alles gelernt. Ja, ich habe noch einen neuen bekommen, ne? Blitz und Tage, Tropensturm, ne? Nee. Weiß nicht, sonst für Zeit habe ich bekommen. Die brauche ich alle gar nicht. Weil ich schon alles auf Screen wie blöd gelevelt habe. Ja, ne, wir haben doch Dingens hier, Stärke und also was bekommen, Beweglichkeit. Dann wirkt sich auch alles auf Dingens auf, aus. Meine Güte, was ist denn heute los? Da wirkt sich auf die ganzen Werte hier so aus. Also auf P-Angriff, A-Angriff und also was. Deswegen habe ich die im ersten Teil auch irgendwie, da habe ich nicht gewusst im ersten Teil, deswegen habe ich die nicht alle immer ausgerüstet, was aber voller Fehler war, finde ich. So. Weil auch wenn zum Beispiel, keine Ahnung, Elise nicht so eine hohe Vitalität hat. Oder P-Angriff. Ich glaube, wenn man trotzdem P-Angriff, also Stärke reinpackt, dann tut sich auch ein ganz kleines bisschen auf Verteidigung, also was
auswirken, deswegen sollte man die besser alle reinpacken, das wäre sehr gut. Ludgard glaube ich in allen Werten genau gleich viel. Da der hat Stärke, Vitalität und so, als hat er alles 683. Das ist merkwürdig. So, ich würde gerne die Splitterdimension in ein Part unterbringen, aber ich glaube, das wird nicht gehen, ne? In das Schrein Außengelände. Alvin proposed to Pressa? This is too cruel. Warte mal. Hat er damals ihren Heiratsantrag gemacht, bevor die runtergefallen ist? Was? Oh Mann. Also da möchte ich jetzt auch die Hintergrundgeschichte erfahren. Für Zeichen. Ja, nur ein bisschen Elementerz. Nee, wieder schreiben werden wir wahrscheinlich erst im nächsten Part erledigen können. Ich konnte jeden einzelnen Kampf aus dem Weg gehen, ne? Da hat eine Art verbessert. Ja. Ne, keine einzigen Löcher. Nur kein einziges Loch gesehen, ob ich blind. Also hoffentlich wird da die Story nicht weiter vorangetrieben. Da wäre jetzt ein bisschen blöd. Den Opa-Cutscenes, wenn es geht. Gothic-Schutz. Oder Gothic-Schutz. Mein Gott, ich glaube, ich sollte schon längst irgendwie neue Ausrüstung und so aktualisieren. Und wenn ich sehe, wie viele Werte wir da dazu bekommen, das ist schon ein bisschen heftig. So, haben wir hier alles abgegrast, dann kommen wir ja weiter. Ja, ich wusste, du kommst von da, deswegen bin ich durch den Baum herumgegangen. Ich bin durch den Baum hindurchgegangen. Näher herumgegangen. Boah. So, darf ich mal speichern oder so was? So. Speicher. Ja, der wird hier zwei Parts beanspruchen, außer aus irgendeinem Grund kommt kein Kampf, was ich nicht glaube. Alvin! Looks like I got here in the nick of time. Press is on her way, so make yourself scarce. You changed your clothes? We're about to fight a major battle. Yeah, well. Was wäre, wenn ich jetzt trotzdem die Zille 1 Sachen angehabt hätte? The ring. I'm afraid I'm gonna need it back. Is this a joke? Sorry. So everything you've said to me was a lie? Pressa, listen. Damn. What? Oh, man. You have a twin brother or something? Hell if I know. Two owls? Pressa, that man's an imposter. Get away from him. You don't believe me? Idiot. The line here is, I want you to trust me. I told you to get away from him. Wait. Pressa. What are you doing, you moron? I didn't mean to. Don't you dare move a muscle. Hempel, what are you doing here? Agria. Enough.
Now, who the hell are you? Hey, come on. Help her already. Don't you... Blah, blah, blah. I'm getting tired of this. Just shoot him already! She's right. Let's do this. Oh, Mann. Ach, was zum Teufel? Aber diesen Kampf, würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.